Ein Ratespiel mit Kugeln und Bächen, präsentiert von Ger Koppen. Gut. Drei Becher, drei leeren Becher und drei Kugeln. Und das ist nicht so einfach. Gut, passen Sie auf. Eine Kugel hier, eine Kugel da und eine hier. So, aber ich habe etwas gemogelt. Zwei Becher sind leer jetzt und die drei Kugeln sind jetzt unter einem Becher. Aber welche? A, B oder C? Schreiben Sie bitte auf unter 1 A, B oder C, wo Sie glauben, dass die drei Kugeln sind. A, B oder C. Bitte schreiben Sie schnell auf unter 1 A, B oder C. Hier oben bei 1, ja. B, 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 A. So, bitte. Ja, ich zeige Sie. Nicht unter C, nicht unter A, aber... Aber alle drei unter B. B. Einmal richtig, einmal richtig, einmal richtig und einmal falsch. So, schauen Sie gut zu. Zum Zweiten. Gut, wir machen das noch einmal. Die sind die Tasche. Und die sind die Tasche und auch die. So. Moment, noch nichts, ihr fragt es mal. Doch. Warten Sie ab. Wieder habe ich etwas gemacht. Zwei Becher sind leer und eine mit drei Kugeln. Welche? A, B oder C? Jetzt aufschreiben, unter zwei, ja? C, 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 B, C. Okay. Gut. Nicht unter A. Nicht unter, nicht B. Unter B. Aber. Ja. Unter C. C, C, B, C. Einer geht hier weg. So. Ungeheuer. Wir machen es etwas einfacher für Sie. Diese Becher weg, zwei Becher und diese Kugel in die Tasche. Nur zwei Kugeln. Diese Kugel in die Tasche und diese Kugel in die Tasche. Aber ich habe Moment, wieder etwas geschwindelt. Ja, er hat schon aufgeschrieben. Eine ist leer. Aber wo ist die Kugel? Wo ist die Kugel? A oder C? A oder C? A, 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 A. Bitte? Nicht C. C. Aber... Sondern A. Wenn Sie das gesehen haben, ist mir ein Rätsel. Ein Rätsel. Ich habe es... Wie Sie das nun gesehen haben, dass Sie was... Denn ich habe es wirklich, habe ich jetzt sechsmal gesehen. Wir haben es oft geprobt, aber dass Sie noch gesehen haben, dass Sie etwas Gelbes reingetan haben, das gibt das es nicht. Das mache ich im Büro immer. Ja? So, wer hat es falsch? Es war A, A, A und hier auch A. Alle vier, gut. Noch ein letzter? Fantastisch. Ja? Gut, aber die letzte Frage. Das ist ganz etwas anders. Ein, zwei, drei Kugeln. Und hier habe ich mein Portemonnaie. Gut. Ein, zwei und ein ist... Drei. So, und jetzt die Frage, wie viele Kugeln habe ich jetzt in mein Portemonnaie? Schreiben Sie auf, da ändert sich jetzt nichts mehr. Sie schreiben drei, Sie, eins, Sie, null, Sie, eins. Okay. Nichts. Die Hand, die Hand. Oh. Nichts. Wirklich nicht. Herr König, Sie hatten recht. Wunderbar. Sehr gut.